Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Season 2. Und wir bilden hier jetzt mal ein paar Bäume, damit wir die auch später schön farmen können. Mal so richtig schön sexy. Setzen wir die hier einfach mal in der Gegend. Und machen epische Jump and Run Stunts, wie ihr es gewohnt seid. Wo ist mein anderes gefarmtes Eichenholz? Hier. So, ist das schön. So mag der Markt das. Dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen umräumen. Ich muss gleich wieder voll viel Holz fahren. Das bemerke ich auch inzwischen. So, die Scheiße scheißen wir schon mal ab. Die Kisten müssen noch stehen bleiben, gezwungenerweise. So. Und hier machen wir mal, ja, wie machen wir das? Machen wir das so? Und ich würde sagen, wir machen das so, dass wir es in diesem Stil halt, in diesem Standard 0815 Minecraft Stil. Den so viele Leute vor mir auch schon angewendet haben, aber ich mag den Stil. So zu bauen. Auch wenn er so scheiße ist. Nur die unendliche Wasserquelle, die nervt jetzt gerade richtig. Die muss ich bald nochmal woanders hinsetzen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich in mein Haus. Hauptsache erstmal eine Tür craften. Jawohl, Fichtenholztür, Alter. Fichtenholztür. Was geht mit uns eigentlich ab, Alter? Wir benutzen einfach eiskalt eine Fichtenholztür, ey. Tschüss. Aber die steht jetzt irgendwie scheiße. Also die Türen. Ich finde es echt unnötig, aber auch schön, weil es ressourcensparend ist, dass man jetzt einfach drei Türen bekommt, wenn man eine craftet. Also normalerweise eine craftet. Das gefällt mir. Richtig gut. So, wo ist mein Eimer? Haben wir unseren Eimer noch? Unseren Einmaleimer. Ich glaube, den haben wir mal Julius gegeben. Das heißt, wir holen ihn uns jetzt von Julius. Den haben wir mal einen Lava-Eimer geschenkt. Das weiß ich noch. Dann holen wir uns halt diesen Eimer jetzt zurück. Und Julius, wie gesagt, wenn du es einforderst, kriegst du das Eisen, was ich mal dir hatte, kriegst du es wieder, aber auch nur wenn du zurückforderst. Sonst heißt es für mich ein Signal. Danke für das Geschenk, so nach der Art. Wo ist da? Ist sogar noch Wasser drin. Sollen wir das da lassen? Nee. Wir provozieren mal nicht. In seinem komischen Haus, wo er hier wohnt, ey, Alter, das ist so merkwürdig. Aber meins ist nicht schöner, ich halt mal die Fresse. Ich habe das Gefühl, dass die Türen hier noch nicht mit einem Fake Texture Pack gemacht sind. Oder wie sehen die im Default Texture Pack aus? Sehen die dort genauso aus oder anders? Alter, sieht das krüppelig aus! Alter, Augenkrebs! Also, wir gehen jetzt mal perfekt. Oh lol, vor die Türen. Alter, sieht das alles scheiße aus so. Und jetzt wechseln wir mal das Ressourcen Pack. Der hat 64er, geht auch flüssig, aber ich mach das 35er irgendwie mehr. Ja, ja, okay, die sind auch mit Fakes gemacht, sehr schön. So sieht ja schon viel gleich viel besser aus. Und gleich schon viel weniger Frames wegen Aufnahme und so, aber die Grafik sieht besser aus. Oh ja, aber das stellen wir jetzt wieder zurück, weil wir mehr FPS haben wollen, das keinen großen Unterschied macht. So, und dann... Jetzt kann er sich ein wenig entscheiden. Batman oder Minecraft? Okay, ich glaube, das verstehen sie nicht, was ich hier damit meinte. Oh, yeah.
Na, ist ja auch egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Auch lass wieder beleidigend werden. So, dann können wir noch nicht mal genug Bretter daraus machen. Ich sag einfach mal okay. Ich sag einfach okay, ey, wie dumm. Lol, wie der Baum da einfach gerade gewachsen ist. Oh, wieso mache ich eigentlich jetzt immer einen Screenshot, wenn ich... Wieso mache ich jetzt mit hier unten immer Screenshots, wenn ich ein Herz machen möchte? Das ist doch richtig behindert, ey. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So und so. Jetzt haben wir noch einen Block. Und wir machen erstmal eine Falltür. Ich habe wieder vergessen, wahrscheinlich, wie sie geht, eine Falltür. Ich probiere es einfach mal mit dem hässlichen Birkenholz. Ah, so ging sie, okay. Sehr, sehr geil. Hui. Dass wir jetzt auch schon zwei Stück daraus bekommt, ey, das ist auch kranker Scheiß. Ich glaube, ich mache die lieber mit einer Spitzhacke, das ist ja, glaube ich, besser. Sehr gut. Oh, jetzt muss ich hier, backe ich hier einfach hier nicht da abbauen, sondern hier abbauen. Jetzt backe ich hier richtig hart rum. Und da klingelt jemand Sturm, ey. Stürmt bei mir! Und die Bedankung einfach nur ein Yo. Naja. Hier haben wir noch eine fackelnde Fackel. Ich bin ganz Feuer und Flamme, die hier hinzusetzen. Dann sollten wir bald mal auf Diamantenjagd gehen, um uns Obsidian zu holen. Für ein Netherportal, damit wir mit Glowstone bauen können. Obwohl, ne, Quatsch. Ich baue hier einfach in diesem schönen Dorf. Mit Fackeln, das sieht schöner aus. Und so scheiße sind Fackeln ja jetzt auch nicht. Boah, wie schnell ich immer was zu essen brauche, das kann... Kann doch nicht sein, habe ich hier noch was drin? Ja, Weizen, sehr schön. Immerhin zwei Brötchen, die wir hier jetzt haben. Und dann, naja, wir haben sogar noch 12 Glas, das gefällt mir. Dumm, wir könnten daraus Glasscheiben machen. Davon hätten wir viel mehr. Ach, ich bin echt mal... Wir hätten sogar perfekt 12 um... Ach, egal. Ich ärgere mich jetzt mal nicht. So, damit es nicht behindert aussieht. Machen wir das so. Ich weiß, jetzt sind immer noch behindert. Oh nein, wir verderben einfach die ganzen scheiß Glasscheiben. Das ärgert mich richtig. Das wird sonst hier richtig gut gepasst. Hier muss ich noch Holzstufen hinmachen. Und einen Zaun muss ich auch noch tun. So langsam. Unser kleines Dörfchen da ganz nett. Nice, Alter. Ganz nice, ne? Aber immerhin können wir hier jetzt wieder farmen. Ja, das ist fertig. Ich finde, das sieht jetzt endlich mit dem neuen Texture Pack. Das
sieht man nicht mehr ganz, ob das fertig ist. Das Gewachsene. Da, das ist doch schön gelb und das hier. Höhö, schön gelb. Pisse. Ich bin leise, okay, ich bringe keine Witze mehr. Zu eurem Wohle. Und die Karotten sind ja auch so einigermaßen am Wachsen. Mein schönes mittelalterliches Dorf, das wird noch richtig schön. Und meine geile Bude, die richtig scheiße von außen aussieht, wer hätte es gedacht? Also mir war es irgendwie klar, dass die scheiße werden wird. Aber so scheiße, na okay, so ganz so schlimm sieht die nicht aus. Da muss ich mich ja mal selber loben und die Öfen jetzt erstmal woanders platzieren. So, hier ist ein guter Ort, um Öfen zu platzieren. Gefällt mir maximal. So, jetzt sollten wir uns schnell antun, aber auch erst, wenn wir die Brötchen gecraftet haben, nicht, dass wir wieder irgendwo auf dem Weg eine Workbench hin klatschen müssen. Das würde mir überhaupt nicht gefallen. Also irgendwas muss auf jeden Fall noch drauf auf diesen Turm, denn so sieht der echt behindert aus. Ich meine, ich sehe schon behindert, dass ich den jetzt auch ganz und gar viereckig gemacht habe, aber war gut. Habe ich gesagt, dass ich was Schönes mache? Ja gut, das habe ich. Aber ich lasse das mit ins Kopf, ich kann es nicht. Das kann Dr. Pferdefresse viel besser. Abbauen, 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 oh ja, 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 ja. Wir fahren, bis die Schaufel wieder lila ist. La 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 la. Wahrscheinlich sieht gleich die Schaufel wird lila, wenn sie ist lila geworden. Aber egal, wir haben unsere Faust. Das beste Werkzeug, was es gibt, geht nie kaputt. Und ein merkwürdiges Minecraft-Geräusch, was ihr wegen Hintergrundmusik wahrscheinlich nicht wahrnimmt. Nehmt. Noch ein so ein dünn. Das gefällt mir. Gefailt mir. Hahaha. Fail. Haha. Fang an zu lachen. So, wir machen noch ein Stack voll. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, zwei Bitches. Ich mag die Simpelmänner und die Bitches am wenigsten. Denn die werfen immer mit ihrem Urin nach mir. Oh nee. Und der macht mich zu einem ganz anderen Menschen. Und hier, Spinn. Wegen Wolle und so. Jawohl. Ja, sie droppen alle Fäden. Sehr gut, ihr lieben Spinne. Da ist noch ein Creepy. Creepiger Creeper. Nein! Ach was. Nein! Oh, bin ich dumm. Naja, was soll's. Dann ist jetzt halt ein kleines Loch. Ich habe ja eh genug, mehr als genug Schienen. Und die Strecke wird eh bald abgerissen, weil wir jetzt endlich Dorfbewohner haben. So, dann machen wir so drauf von unserem Brötchen. Und brennen unseren coolen Scheiß. Sag mir nicht ernsthaft, dass das ein Creeper ist. So, schnell den Bogen rausholen, schnell die Pfeile rausholen. Wisst ihr, was ich meine? Da treffen wir ihn. Ah, sehr schön. Kommt ihr hier, ihr verlorenen Pfeile? Alter, ich hasse diese Creeper. Die einfach so denken, wir sind cool, wir machen Scheiße. Ganz ernsthaft, ich schätze das überhaupt nicht. Wenn Creeper sich überschätzen. Denn Creeper können einfach nichts, das sind einfach Nullen. Und jeder Creeper, der das guckt, der soll jetzt anfangen zu heulen.
Warum sage ich, dass Creeper das gucken? Hä, bin ich dumm? Und ja, das bin ich. Ich beantworte mir meine eigenen Fragen inzwischen schon selbst. Und wie craftet man jetzt eigentlich nochmal Zäune? Das war doch so in der warte. Das war doch mal so. Nicht wahr? Nee, so sind auf jeden Fall Leitern. Und ihr Witz, das google ich jetzt. So. Safari ist ja. Ach, deswegen ist mein Internet gerade so scheiße, weil Safari noch offen ist. So. Das eine soll ich jetzt mal schön schließen. Dann gehen wir ja Minecraft-Wiki. Ist echt peinlich, ich muss gucken, wie Zäune gemacht werden, weil sie anders gemacht werden. Zäune. Okay, so werden die jetzt gemacht, verstehe. Kann man sich aber auch eigentlich so denken. Natürlich haben wir jetzt, genau jetzt, nicht genug Holz dafür. Holen wir uns eben noch so ein Schmutzfinkholz. Genau, so ging das. Was? Schwarzfichtenholzzaun? Oh nee, muss ich auch noch... Oh nein, mein Eichenholz dafür verschwenden. Wo ist eigentlich das Eichenholz hin? Das ist das Holz, ja. So. Also, oh, da war sogar noch ein Zaun drin. Und wir könnten mal unseren Sand braten. Auch wenn die Kohle dazu nicht mehr reichen wird. Wir machen weiter. Bis der Sand wieder lila ist. Und ja, ich habe ihn gerade gebracht. Na und? Ist mir egal. Nee, das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Ich mach's wieder eine Etage höher. Ja, ich mach's einfach so. Wo sind meine Fackeln? Da, ich bin ganz Feuer und Flamme. Haha, den Witz habe ich schon 10-mal gebracht. Und nein, die Fackel soll episch hier drauf platziert werden. Was ist daran so schwer? Frag ich mich immer. So. Ich hätte jetzt fast nochmal den Witz mit Feuer und Flamme gemacht, gebracht. Aber dann habe ich entschieden, es reicht. Oh, fall ich einfach runter. Na, ist ja auch mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Mir egal. Wir brauchen Steine, wir brauchen so viele Sachen. Es brennt an allen Ecken und Kanten und wir sagen Tschüss.